Im Dezember 2021 dürfen wir hier ein Damen-Hockey-Turnier durchführen. Und wir sind sehr gespannt, welche Teams dann werden kommen. Das Beste wird sein, dass wir sehen, dass wir das, was wir in der Theorie versucht haben zu planen, dass wir das umsetzen können und das auch hoffentlich klappt. Aber da bin ich eigentlich guten Mutes. Der Lehner Cup ist ein Vorbereitungsturnier, das der EHC Sursee jeweils durchführen will. Und dieses Jahr haben wir 4 Teams aus der Schweiz mit Zug, Kloten, Rappi und Ambri Piotta. Und die haben bis jetzt auch schon grossartigen Sport geliefert. Testevents sind hier, um die Organisation zu prüfen, damit sie auch die Abläufe, die dann gefordert sind, auch an einer Universiade, mal eins zu eins durchspielen können. Und auch der Verband, also die FISU in unserem Fall, dass sie mal schauen können, wie die Organisation ihre Arbeit macht. Ja, wir haben heute sehr viel Erkenntnis gewonnen, was wir noch verbessern können. Es ist aber schon viel Vorarbeit geleistet worden, damit eigentlich im Groben alles schon gut abgelaufen ist. Jetzt auf den Spielbetrieb bezogen hat es gut funktioniert. Im Bereich Zoning, Ticketing haben wir noch ein bisschen Herausforderungen, weil das ja auch neu ist jetzt, weil man das mit verschiedenen Massnahmen umsetzen muss. Aber wir können eigentlich ein sehr positives Fazit ziehen, dass wir auf Kurs sind. Vom internationalen Verband wird ein gewisser Zeitablauf vorgegeben. Aber jede Halle ist etwas anders, hat andere Gegebenheiten. Und was wir heute getestet haben, ist, ob der Zeitablauf mit den Gegebenheiten der Halle ob das funktioniert. Ob Teams rechtzeitig auf dem Eis sind, der ganze Zeitablauf. Und das hat soweit sehr gut funktioniert. Also bis jetzt haben wir die Zeitplanung abgeschlossen, die Grobplanung bis im 2021. Müssen wir jetzt an die Feinplanung gehen. Wir müssen schauen, sobald wir wissen, welche Teams das kommen, muss man den Trainingsplan, den Matchplan finalisieren, mit den Teams einsetzen, wann spielt welches Team wo. Für jedes Team müssen wir einen detaillierten Tagesablauf erstellen und dann natürlich all die Volunteers suchen und aufbieten, die für das Event nötig sind, dass wir den reibungslos durchführen können.